Sodala, Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mode. Wir machen weiter mit Ashley. Das war jetzt ein schwerer Start, Leute. Meine Güte, das war jetzt ein schwerer Start. Wir haben... Irgendwie hat sich Resident Evil 4 dazu entschieden, immer ständig jetzt im falschen Fenster aufzugehen. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich denn? Was war denn jetzt der Code? Ich weiß nicht warum. Das Spiel wollte nicht im Hauptbildschirm aufgehen. Das ist immer am Nebenbildschirm aufgegangen. Und das wollte ich nicht. 11:04 Uhr. Moment, doch, stimmt schon. Oder? Ja. Ich finde, bei diesem Geräusch, bei diesem Düng-Geräusch gerade eben, muss zwischen den Dings ein Kuckuck kommen. Sonst fehlt da einfach was. Dieses Dong allein ohne das Kuckuck. Das ist nicht okay. Wenn der Kopf uns nachschauen würde, dann wäre das Eternal Darkness hier. Gefällt mir. Okay, Ashley. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Scheiße. Ja gut, ich habe damit gerechnet. Alles gut. Ich hoffe, das Spiel hat nette Autosave-Punkte. Hey, ohne Witz, ich habe die Passage wahrscheinlich einmal gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, ob hier irgendwas verändert wurde. Also ich kann dazu nichts sagen. Ducken! Oh shit, das war das falsche Loch. Jetzt bin ich in der Falle. It's a trap. Aber nach... Demnach, was ich so vage in Erinnerung habe, wurde hier tatsächlich nicht wirklich was geändert, oder? Und wenn, dann nicht sehr viel. Nicht umsehen! Nicht umsehen! So. 11:04 Uhr. Let's go. So, die Passage kenne ich jetzt wieder besser. Da weiß ich es wahrscheinlich. Einfach schwimmen. Haha! Geschafft. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Naja. Das ist lustig, weil sie ja das Rüstungsoutfit kriegt, ne? An der Stelle bin ich schon so oft gestorben. Witzigerweise nicht bei meinem ersten Playthrough auf Hardcore. Bei meinem ersten Playthrough Was auf Hardcore habe ich das zum ersten Mal, habe ich das beim ersten Mal geschafft hier. Und seitdem aber sterbe ich hier ständig an der Stelle. Wahrscheinlich, weil ich mir denke, so, ja, komm hier schnell durch, YOLO, whatever. Und dann wird man eben doch schnell mal erwischt. Mist. Ah, oh, ich hasse die Stelle. Naja, ich habe ganz nasse Socken. Ich war nämlich gerade... Nein! Ach, komm. Wirklich? Von hier muss ich wieder anfangen? Das kommt mir ein bisschen sehr scheiße vor. Da unten ist doch ein Quicksave-Punkt, aber garantiert. Diesmal verlaufe ich mich nicht, dann geht es ein bisschen schneller. Aber yo, was geht? Da unten ist doch ein Quicksave-Punkt. Ich weiß es doch ganz genau, ich bin oft genug gestorben. Die werden doch für den Mod keinen Quicksave-Punkt entfernt haben. Wie lame wäre das denn? Wie lame wäre das denn?
Und warum haben wir keine Laterne? Dass die uns die Laterne wegnehmen, ist ziemlich lame, ne? Oh mein Gott, weil ohne Laterne ist der Bereich da unten ja doppelt schwer. Und... Dann ist da nicht mal ein Safe unten. Mach schon. Hey, das finde ich jetzt ein bisschen nervig gerade, muss ich sagen. Das ist jetzt die erste Passage in dem Mod, wo ich wirklich gerade ein bisschen genervt bin. Also, wenn die da echt... Wenn die mir nicht nur keine Laterne geben, sondern den Quicksave-Punkt entfernen. Keine Laterne ist in Ordnung, aber der Quicksave-Punkt. Also das stört mich schon. Was habe ich gerade gesagt? Der fehlende Quicksave-Punkt stört mich hier jetzt schon. Frustrierend. Hallo. Ich mag es nicht. Ich will nicht mehr. Ashley, ich auch nicht. Ich auch nicht. Kann ich hier durch? Ja. Lass mich in Ruhe. Ja, ich hab's. Danke. Ich brauche die Cutscene nicht. Die stört mich gerade eher ein bisschen. Dankeschön. Komm doch hier nicht rein, oder? Aber die haben hier auch ganz schön viel Licht weggenommen, ne? Eieiei. Eieiei, ist das gemein hier. Ich habe jetzt doch ein bisschen Angst, dass die hier reinglitschen können. Ich glaube, wir laufen einfach weiter. Wie schaffe ich jetzt das Laternenrätsel ohne meine Laterne? Rabimmel, rabammel, rabumm. Was zum? Ja, aber wirklich was zum. Ach, stehen die jetzt alle hier, oder was? Ha. Okay. Dann packen wir mal die Mondlaterne hier hin. Das ist ja mies, ne? Das ist ja mies, aber ich bin froh, dass wir es jetzt aufs zweite Mal geschafft haben. Weil in der Passage sterbe ich gerne schnell mal. So, noch einmal hier drauf. Und schön. Okay, aber wie komme ich jetzt zurück? Naja, wahrscheinlich ist das jetzt alles resettet und jetzt wird es wieder relativ normal ablaufen, oder? Nein, 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 nicht ausgehen! Als ob du jemals eine Laterne gehabt hättest, Ashley. Du weißt nicht mal, was die Laterne macht in dieser Realität hier. Ach, jetzt brennt hier auf einmal Feuer. Okay, seid galant und haltet still, ja? Okay. Soll ich es wagen? Ah ja, ich sehe das Quicksave-Zeichen, dann versuche ich es. Man kann hier nämlich, wenn man speedrunnen will, mit ein bisschen Glück an der Ritterrüstung an der Treppe sich vorbeiquetschen. Man muss die nicht runterlocken. Aber es ist ein bisschen tricky. Es ist ein bisschen tricky. Ich habe es schon ein paar Mal geschafft, aber ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, wie. Aha, guckt. Lauf, Ashley! Wir haben die Passage gleich hinter uns gebracht. Da.
Puh, das hat jetzt ein bisschen Konzentration erfordert. Alles okay? Ja. Warte, ich hol dich da raus. Was ist mit den Ritterrüstungen, die gerade noch hinter uns waren eigentlich? Ich fang dich. Ja, ist gut. Müssten die nicht noch da oben sein? Vielleicht haben die Angst vor Leon. Ich könnte es verstehen. Oh, Pesanta ist da. Nein, warte mal, das ist Verdugo. Ach, Kapitelende. Ey, das hätten wir in der letzten Folge auch noch schnell machen können, oder? Ohne Scheiß. Naja, egal. Komm. Weiter geht's. Na, andererseits, 10 Minuten waren es jetzt auch, ne? Darf man nicht unterschätzen. Also, was Neues zum Bernstein? Nein. Bernstein. Die wollen Dinosaurier aber klonen. Allein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Ey, das ist so ein Aspekt, schön, den check ich nicht. Behalt ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. In der Resident Evil Lore. Da können wir gleich nochmal drüber reden nach der Cutscene. Jetzt telefonieren wir erstmal mit Leon. Also Ada mit uns, wie auch immer. Das gab's ja im Original überhaupt nicht, dass die Cutscenes weggegangen sind von den Hauptfiguren. What? Ja! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber das finde ich super lustig und super schön. Das ist natürlich direkt aus dem Original Resident Evil 4. Eine fehlende Passage, die hier quasi wieder eingeführt wurde. Auf engstem Raum eingesperrt mit meinem besten Freund hier. Also, was ich an der Resident Evil Lore echt nicht so ganz verstehe, ist die genaue Origin und der genaue Zusammenhang oder, ja, nee, der genaue Herkunftsort der Plugger. Nein! Komm, der Löwe hat dir gar nichts getan. Hey! Jetzt wär's mir schon langsam fast recht, wenn er mich umbringt, damit ich neu laden kann. Der hat überlebt! Shit. Okay, ich lade nochmal neu. Ohne Scheiß, ich lade das nochmal neu. Erstens, dass ich so oft daneben geschossen habe, nervt mich tierisch. Aber zweitens, dass der den Schuss überlebt hat und ich habe nicht schnell genug reagiert, nervt mich. Und über die Origin-Story reden wir gleich. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ich befürchte so ein bisschen, das werde ich noch öfter sagen. In dem Mod muss man sich leider öfter mal ganz kurz konzentrieren. Bingo! Wow, 3 Schuss. Nicht schlecht. So, Leute, also. Wir haben ja einerseits die Geschichte mit dem Bernstein, ne? Alles gut soweit. Also, wir haben quasi eine Ausgrabungsstätte, ein Bergwerk und quasi so versteinerte, wie ein Jurassic Park, so Plagger-Larven, die dann irgendwie durch Gentechnik wieder ins Leben gerufen werden. Das erzählt uns Resident Evil 4 auf der einen Seite, ne? So, okay. Auf der anderen Seite erzählt uns Resident Evil 4, dass sich Bergarbeiter während der Ausgrabung schon infiziert haben. Also leben die dann noch im Bernstein oder was ist los? Und auf der ganz anderen Seite haben wir es hier mit einem Kult aus dem Mittelalter zu tun. Und so viel wir wissen, hatte der Mittelalterkult schon mit den Plagger zu tun. Und da frage ich mich, Moment mal, seit dem Mittelalter
Seit dem Mittelalter sind die Parasiten nicht in Bernstein eingeschlossen worden. Oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, so ein Prozess dauert ein bisschen länger als so 1000 Jahre. Wisst ihr? Und, ja, das wirft bei mir sehr viele Fragen auf. Was, ich denke mir halt so, was denn jetzt, wisst ihr? Was denn jetzt? Was ist denn jetzt die Story der Plagger? Sind die jetzt irgendwie uralt und aus dem Bernstein werden die jetzt erst befreit? Und im Mittelalter hat der Kult die nur so ein bisschen verehrt als schöne Steine, aber sonst nichts? Oder was ist los? Habe ich nie verstanden. So gut wie neu. Na dann, was kann ich für irgendwie dich so ein bisschen beides war. Und wenn ich jetzt noch mit Resident Evil 5 anfange, dann wird es erst richtig verwirrend. Weil in Resident Evil 5 werden wir darüber aufgeklärt, ich kaufe fast alles, dass ich viel zu wenig runde Steine habe und viel zu viel eckige, verdammt. Ein hervorragend kommen jederzeit. Werden wir darüber aufgeklärt, dass... es wird zumindest stark angedeutet, dass es die Plagger schon viel früher noch gab. Also viel früher als das Mittelalter, als wir es hier erfahren. Schon vor vielen tausenden von Jahren in der Steinzeit. Schon als die Indipaya ihr erstes menschliches Großreich errichtet haben, ihr unterirdisches, ne, auf dem afrikanischen Kontinent. Noch vor Ägypten. Und da frage ich mich, what the fuck? Sind die Plagger überall? Waren die früher so super weit verbreitet? Oder wurden die irgendwie von Afrika mal in noch Europa gebracht? Hier unter das Schloss? Aber warum sind die dann so im Bernstein verbernsteint? Das verstehe ich alles nicht. Entschuldigung. Yes. Das sind, also was heißt das, verstehe ich nicht. Das sind so viel offene Fragen, will ich damit sagen, ne? Darum geht's. So viele ungeklärte Fragen. Vielleicht hätte ich lieber eine Blendgranate craften sollen, nicht absoluter Volltrottel. Naja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Mein Hirn funktioniert nicht mehr so gut. Nee, Scherz. Mein Hirn hat noch nie so gut funktioniert. So. Ritter! Wo seid ihr? Ich habe ein Hühnchen mit euch zu rupfen, my lord. WTF! Warum hat der gerade so viel Pumpgun-Munition gefressen? War das wirklich notwendig? Ich finde es unverschämt, dass der so viel schrupfend Munition nimmt und nichts zurückgibt. Naja, er hat mir ein Spinelli gegeben. So. Die goldene Katze. Die goldene Katze. Jetzt passt auf. Immerhin. Jetzt muss ich hier nochmal schnell die Edelsteine entfernen. Weil in die goldene Katze, da könnte ich jetzt zumindest zum Beispiel... einen roten eckigen, einen blauen und einen gelben. Und dann haben wir eine Drei-Farben-Kombination. Immerhin, ist kein schlechter Schatz. Okay, gut. Mehr Flintenpower, yes. So, Leon, haben wir Platz im Inventar? Ich weiß gar nicht, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie das in dem Mod ist. Müssen wir erstmal gucken, ob wir jetzt überhaupt eine gratis... Waffe kriegen, ne? Kann sein, dass wir alles Mögliche kann jetzt da auf uns warten. Oh, ich finde das schon schön gemacht, auch wie er die Waffe hält jetzt mit der Taschenlampe, ne? Dass er die so auflegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob man das so lernt bei der Polizei oder beim Militär, aber es sieht sinnvoll aus und irgendwie realistisch. Weil es irgendwie ein bisschen blöd aussieht, wisst ihr? Und deswegen ist es, glaube ich, so realistisch. Oft sind blöde Sachen halt nützlich. Sagen die
Aber, weißt du, was ich damit sagen will, ist so, in einem Actionfilm werden Sachen oft sehr cool dargestellt, aber unrealistisch. Und das sieht eben nicht sehr cool aus und deswegen glaube ich, dass es realistisch ist. Versteht ihr? Das wollte ich damit sagen. Weil es eben nicht cool aussieht. Ach, halt die Klappe. So. Schauen wir mal, würfeln wir mal hier. Und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Wo sind die Doppelschlitzis? Dankeschön. Und nichts. Doch, die Killer 7. Oh, oh nein. Oh, ich wollte eigentlich die Broken Butterfly behalten. Ich liebe halt die Killer 7. Aber ehrlich gesagt, auch nur, glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das Spiel Killer 7 echt gerne mag. Das fand ich damals schon sehr cool, stylisch abgefuckt. Naja. Naja, okay. Killer 7. Auf jeden Fall muss ich die behalten. Es hilft eh nichts. Also verkaufen werde ich die jetzt nicht, weil da sind 5 Magnus-Schuss drin. Ich muss erst die 5 Magnum-Schuss irgendwie verschießen. Und vielleicht kommen die jetzt dann da unten gleich zum Einsatz. Wer weiß. Ah. Der Ritter kommt. Es könnte schon sein. Der große goldene Ritter, mit dem ist nicht zu spaßen. Wo sind eigentlich die 850 Ritterrüstungen hin, die Ashley verfolgt haben in der Passage? Warum sind jetzt nur noch 2 da? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht waren es immer nur 2. Habe ich jemals mehr als 2 gleichzeitig gesehen? Das ist die Frage. Also, ich meine oben, unten, obviously. Okay, echt schade, dass ich jetzt keine Blendgranate habe, ich absoluter Vollidiot. Naja, cool. Wie wär's, wenn wir mal gucken, ob wir vielleicht schon eine Schwachstelle erspähen? Ne, die sind noch nicht schwach, die sind noch nicht auf schwach gestellt. Ich warte ja fast drauf, dass noch mehr Rüstungen kommen, ne? Ich gehe deswegen jetzt mal hier ein bisschen. Ich hoffe, die beiden werden nicht lebendig. Au. Darf ich mal kurz? Dankeschön. Dass die alle ihre Wubbel hinten haben, ist auch ein bisschen gemein, ne? Komm mal her. Oh, jetzt stürmt der andere nach vorne, meine Güte. Aus dem Weg. Oh, Munition wäre noch gut, ne? Au. Ich glaube, den Großen kann man nicht kontern, wenn ich mich recht erinnere. Das ist, glaube ich, das Problem. Da kann ich noch so viel Messer ziehen. Den muss ich jetzt einfach ein bisschen locken. Aber ich bin echt verlockt, dass ich die Killer 7 benutze. Vielleicht mache ich das jetzt auch, weil ich würde die schon gern eigentlich aus meinem Inventar kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gleichzeitig, ne, will ich auch keinen Schuss verschwenden, natürlich. Na, das war nicht verschwendet. Das war gut investiert, würde ich sagen. Gelber Diamant. Nice. Bling, 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 bling. Dass Leon hier nicht durch kann, nervt mich komplett, weil deswegen habe ich in meinem ersten Run den Schatz hier nicht bekommen, den ich jetzt vorher mit Ashley noch geholt habe. Da habe ich ein Trauma davon. Ich wollte in meinem ersten Run alles looten. Ich habe mir immer alle Schatzkarten gekauft. Alles wollte ich haben, unbedingt. Das war mir wirklich wichtig. Und dann war der eine Schatz für immer verloren. Und ich hatte nicht vorher... Wenn ich überhaupt eins hatte, ich glaube schon, aber ja, ja, ich habe Kapitel für Kapitel gespeichert. Aber ich hatte nicht vor, ein altes Savegame zu laden. Deswegen. Ganz sicher nicht. Das nochmal machen. Danke. Nee. Okay.
Dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Das ging flott. Das wundert mich jetzt auch, dass das gar nicht verändert wurde, ne? Wir haben so ziemlich das Original jetzt hier, den Originalablauf gespielt. Also seit wir den Käfig verlassen haben, meine ich natürlich, ne? Naja, okay. Ja, auch okay. Dann gehe ich jetzt aber nochmal schnell zurück zum Händler, weil wir können ein bisschen was verkaufen. Und eventuell, aber ich glaube nicht. Ich sehe, du hast... Oh, sieh dich einer an. 8 Spinell für den ungalanten Ritter. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Danke. Was? So, ich glaube, Messer reparieren ist leider eine sehr gute Idee, auch wenn das frisst immer so viel Geld, aber es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. So, die Riot Gun hätte ich gerne optimiert, ne? Da brauche ich aber 66.000 für den Schaden. Die, wie viel werden die Killer 7 wert? Wahrscheinlich sehr viel. Schaue ich mir gleich mal an. Jetzt wartet mal, ich habe 2 Saphire und einen Rubin. Ah, und, ja super, ich kann jetzt eine von den beiden Sachen mit 3 verschiedenen bestücken. Das ist doch schon mal gut. Und die Killer 7 wäre auch ein bisschen was wert, aber wie gesagt, ich will die jetzt nicht verkaufen. Oh, habe ich schon viel Spinellis angesammelt. Oh. Moment, habe ich nicht einen Raketenwerfer im Inventar? Ja, genau. Cool. Gratis-Raketenwerfer. Ich weiß schon genau, für was ich mir den Gratis-Raketenwerfer aufhebe. Ich weiß schon genau, für wen ich mir den aufhebe. Ja. Ich sage nur so viel. Ich werde nicht mit einem goldenen Ei versuchen. Außer, das wäre natürlich nice. Ey, vielleicht schenkt einem der Mod noch irgendwie 1-2 goldene Eier vor dem Bosskampf. Dann hebe ich mir den Raketenwerfer für Sädler auf. Aber bis dahin... Okay. Jetzt passt mal auf. Händler, willkommen. Ich hätte gern Wofür ein Upgrade für meine Riot-Schrotflinte. Kaching! Bist du beeindruckt? Beeindruckt. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein viel Wunder. Gesagt, aber ich find's cool. Ach so, aber gleichzeitig gehen wir mal noch schnell ins Schatzmenü. Ich muss sagen, das Schätze kombinieren in Resident Evil 4 Remake. Es gibt ein paar Aspekte. Ein paar Aspekte, in denen ist Resident Evil 4 Remake einfach definitiv besser als das Original. Da gibt es überhaupt keinen, Zweifel. Und das neue Schatzkombinationssystem, herrlich. Ob Rubin, ein hervorragender Deal. Jetzt könnte ich halt mir tatsächlich ein Special-Upgrade-Ticket holen, ne? Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Ach so, ich kann es beliebig oft kaufen. Ich könnte mir jetzt ein so ein Ticket leisten. Jetzt habe ich gerade so viel Geld in die Pumpgun-Power gesteckt, ne? Das war eigentlich jetzt dumm. Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Aber ich könnte auch die Broken Butterfly mit der Special Upgrade. Oh, ich mache es. Ich tue es, Leute. Ich tue es, oder? Doch. Ja, ich glaube, ich mache es. Ist es dumm? Es ist ein bisschen dumm. Oh, mein Rücken bringt mich um. Ah, das reimt sich. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Es ist ein bisschen dumm. Mein Rücken bringt mich um. Denn der hat Flecken. Kann die kannst du lecken. Oder so ähnlich. Ich mach erstmal nix. Ich habe jetzt über das ganze Spiel hinweg feinsäuberlich 45 Spinellis zusammengesammelt. Die gebe ich jetzt nicht einfach so aus. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass jetzt die Insektenpassage kommt, dann frage ich mich schon, ob wir nicht vielleicht doch irgendwas machen sollten. Eigentlich laufe ich durch die Passage einfach durch, weil es easy ist. Aber die droppen halt manchmal Stuff. Scheiß Ungeziefer. Hoffentlich droppen die Besseres als ich. Genau, die droppen mir nämlich runde Edelsteine. Ah, manchmal ist der Mod einfach lustig auch, ne?
Manche Fallen und Gegnerplatzierungen sind auch einfach lustig. Also als der Garador in die kleine Zelle gesprungen ist, ey, das war gerade wirklich ein Highlight, ey. Erst der Lavaraum und dann der. Oh Gott, ja. Es ist gut. Es ist schon gut. Ich mag ihn schon sehr. Diesen Mod. Der Glockenturm hat Ohren. So. Moment mal. Wer hat das gerade gesagt? Okay, ich sehe schon mal Ritterrüstungen. Was? Wo? Hä? Sind hier gar keine Insekten? Oder Insekten kombiniert mit normalen? Oder was ist hier los? Jetzt bin ich interessiert. Jetzt bin ich gespannt. Bis jetzt sehe ich hier tatsächlich überall normale Gegner und keine Insekten. Das ist ja interessant. Das finde ich ja wirklich interessant jetzt. Ich muss auch sagen, dieser Insektenraum hier war genau einmal lustig. Und zwar beim ersten Mal spielen. Und seitdem eigentlich nicht mehr. Insofern würde ich das gar nicht vermissen, wenn die das hier verändert hätten. Bis jetzt hat der Modmacher auch ein schönes Händchen für die Passagen, die ich gern mag und für die ich nicht so gern mag. Okay, ein paar Käfer kommen eben doch noch. Okay. Erich Ramon hat über Kammerjäger nachgedacht. Genau. Ah! Das ist Leon, oder? Das ist Leon, dass da so riesige humanoide Insekten auf ihn zufliegen. Und dann bringt er die ins Wanken durch mehrere Schüsse ins Gesicht. Und dann rennt er auf die zu und kickt sie einfach. Einfach die riesigen Monster-Insekten aus dem Bild kicken. Das ist Leon. Hab mir hier. Halt, stopp! Noch mehr? Ich hauen. Und sterben. Danke. Noch ein Ritter. Okay, so kriegt man auf jeden Fall auch ein paar Spinels und schöne Glitzersteine zusammen, ne? Finde ich auch ganz fresh eigentlich. Apropos fresh. Der sieht nicht mehr so fresh aus. Die sind teilweise gut getarnt. Ich fall immer wieder drauf rein, muss ich zugeben. Immer wieder. Uiuiui, Überraschungsritter von der Seite. Okay, sie können überall sein, Leon. Vorsichtig. Ich frage mich, ob es dem
Modmacher möglich war, getarnte Insekten zu platzieren. Ne? Da bin ich mir nämlich jetzt nicht sicher. Das ist vielleicht auch so eine technische Frage. Vielleicht gehen so ein paar geskriptete Sachen nicht so einfach. Aber ich muss auch sagen, die Insektenpassage, ne, diese Höhle im Original, finde ich auch sehr viel schlimmer und nerviger als die hier im Remake. Das Remake ist, was das angeht, echt harmlos geworden, finde ich. Was ich nicht unbedingt schlecht finde. Also, keine Ahnung. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist es soweit. Ich habe schon überlegt, ob ich den Raketenwerfer in die Box legen sollte, was wahrscheinlich eine vernünftige Idee ist. Aber gleichzeitig dachte ich mir so, am Ende brauche ich ihn doch noch. Dann habe ich ihn nicht mehr. Aber für was, weißt du? Für was sollte ich jetzt den Raketenwerfer brauchen? Aber ja, ja, in dem Mod weiß man es nicht. Insofern ist das gar nicht so blöd. Nein, jetzt habe ich es benutzt. Oh, das war jetzt blöd. Das war jetzt wirklich blöd. Oh, nein. Nein. Wieso? Warum tust du das? Das hätten wir so gut mit unserem roten Kraut kombinieren können einfach. Oh Mann. Okay. Egal. Weiter. Weiter craften. Dass ich jetzt die Blendgranate gecraftet habe, war Inventarmanagement technisch jetzt natürlich nicht optimal. Aber ist okay. Kriegen wir alles hin. Wir kriegen alles in unsere Taschen und kommen hier gut durch. Wir schaffen das. Ja, gehe ich mal hier hoch. Eins nach dem anderen jetzt mal. Dora hier kommen eigentlich so original Resident Evil Monstern schon am nächsten. Auch von ihrer Geschichte her so ein bisschen. Die sind eigentlich nicht nur optisch, sondern auch von der Story her den Chimera gar nicht so unähnlich. Nur, dass hier halt quasi einfach Plagger mit menschlichen Embryos vermischt wurden. Und im Fall der Chimera aus Resident Evil 1 waren es halt einfach, was halt Fliegen-DNA. Aber basically das Gleiche. Ich würde sagen, die sind Cousins. Verschwippschwägert. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was ein Schwippschwager ist. Aber ich finde es ja lustig. Es gibt schon für viele Verwandtschaftsverhältnisse ein Wort, ne? Aber bei weitem nicht für alle. Irgendwann ist auch mal Schluss. Ich glaube, so die Kinder eines Neffen oder so, die haben kein Wort mehr. Sind das dann auch Neffen und Nichten zum Beispiel? Oder wie ist das dann? Wer weiß. Es ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Muss man auch fairerweise dazu sagen. So, komm her. Aber Schwippschwager finde ich schön, weil das klingt so besoffen. Und das passt so gut, weil Schwippschwager, das sind Leute, die trifft man wahrscheinlich nur auf irgendwelchen Familienfeiern, wo man sich übelst besäuft, weil man sonst nicht aushält. Deswegen passt das so wunderbar für mich.
Ich weiß nicht genau, welcher Verwandtschaftsgrad das ist, aber es ist der, treffe ich eigentlich nur, wenn ich wirklich besoffen bin, Verwandtschaftsgrad. So viel kann man sagen. Unten bleiben. Oh, Schatzkiste. Noch wer? Ah, oh, der ist auch schon da. Ich dachte, du bist noch ein bisschen länger getarnt, mein Freund. Kicken wir dich mal zu Tode. Leon kickt einfach Killer, riesige Killerfliegen zu Tode. Stellt euch mal den Original-Horrorfilm Die Fliege vor, mit Leon als weibliche Hauptfigur, basically, als Love Interest halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Das Ende des Films wäre lustig. Nachdem er dann vollständig mutiert ist, kommt da einfach Leon und kickt ihn einfach voll aus dem Bild. Film zu Ende. Da wird nicht mehr großartig irgendwie Body-Horror-mäßig Körperteile mit Säure verätzt da. Wird einfach weggekickt. So, kann ich noch irgendwas craften? Nein. Kann ich noch irgendwas machen, um mein Inventar zu verkleinern? Ja. Ich schicke jetzt einfach den Raketenwerfer an die Aufbewahrung. So. Na also, und schon haben wir Inventar ohne Ende. Oh, das wäre so eine gute Abkürzung. Es gibt so einen Glitch, dass man durch Türen glitchen kann, ne? Ich weiß nicht, ob das mal gepatcht wurde. Ich weiß nur, dass bei mir das nie funktioniert hat. Ich habe das nie hinbekommen. Ich habe das Spiel aber auch damals original auf der PlayStation 5 gespielt. Und ich habe gelesen, dass das auf dem PC sehr viel leichter ist und schwieriger auf der PlayStation. Aber auch möglich. Habe es kein einziges Mal geschafft. Ich habe es versucht. Hab trotzdem meinen S-Plus-Run auf Profi geschafft. So schwer ist es gar nicht. Dafür muss man nicht cheaten. Es gibt auch in-game ein paar schöne kleine Abkürzungen, die wir auch teilweise benutzt haben jetzt in dem Run. Ist eigentlich theoretisch, oder? Theoretisch ist ein einzelner TMP-Schuss weniger wert als ein Pistolenschuss, oder? Ist das ein Hot Take? Ich würde schon sagen. Ein so ein kleines Schüsschen, schau, man findet halt immer gleich viel mehr, macht viel weniger Schaden als ein Pistolenschuss. Rein rechnerisch würde ich sagen, habe ich recht. Stand hier schon immer eine Schreibmaschine? Kommt mir ehrlich gesagt neu vor. Finde ich eine gute Platzierung. Weil, dann können wir an der Stelle jetzt Schluss machen. Die Folge ist ziemlich lang. Ja, Leute, danke fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Ich bin froh, dass wir den Ashley-Part hinter uns haben. War nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe beim Berserker-Mod. Aber dass wir keine Laterne haben, ist schon mies. Aber schön war es. Macht Spaß. Beim nächsten Mal betreten wir den Thronsaal und dann geht's ab ins Loch. Hey, ich rede so viel mit irgendwelchen Insidern, mit Stronghold, Warcraft-Zitaten, ne? Drei Viertel davon verstehen die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Aber ist ja wurscht, ihr seid gewöhnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.